Ich möchte euch heute in diesem Video einige Rezeptideen fürs Raclette teilen. Zuerst möchte ich euch zeigen, wie ich Lachs, Rind- oder Lammfleisch und Hähnchenfleisch mariniere. Die genauen Mengenangaben und Zutaten findet ihr zu den jeweiligen Marinaden unten in der Infobox. Wichtig ist, dass ihr sie mindestens 2 Stunden im Kühlschrank ziehen lässt. Gerne könnt ihr sie auch am Vorabend marinieren. Weiter geht's mit 3 Soßen und Dips. Ich bereite hierbei gerne Kräuterquark, eine Cocktailsoße und Guacamole zu. Die genauen Mengenangaben findet ihr hierzu ebenfalls unten in der Infobox. Für den Kräuterquark und die Cocktailsoße werden einfach jeweils die Zutaten miteinander sehr gut verrührt. Für die Guacamole wird zunächst die Avocado mit einer Gabel zerdrückt. Je reifer die Avocado, desto besser und dann mit den anderen Zutaten schön abgeschmeckt. Gerne könnt ihr hierbei Tomaten und Zwiebeln untermischen. In der Zwischenzeit decke ich schon mal den Tisch und hierbei zeige ich euch, wie ich die Servietten falte bzw. forme. Hierbei einfach die Serviette schön öffnen und dann in der Mitte halten und dann zwischen den Fingern schön hochziehen. Und dann könnt ihr die mit einer Gabel und mit einem Messer auf einen Teller legen. Bei uns dürfen folgende Beilagen nicht fehlen. Käse, wie zum Beispiel Raclette-Käse, Reibekäse, Mozzarella, Camembert. Dann habe ich zum Beispiel noch Gewürzgurken, Tomaten, Paprika, Champignons, gekochte Brokkoli und Kartoffeln. Auch könnt ihr zum Beispiel Baguette oder Brötchen mit dazulegen und zum Beispiel Rucola. Ich habe es fast vergessen, Jalapenos dürfen natürlich auch nicht fehlen. Bevor es mit den herzhaften Fännchen weitergeht, möchte ich euch kurz eine süße Variante vorstellen. Und zwar könnt ihr in den Raclette-Fännchen Super Apple Crumble zubereiten. Das Rezept habe ich nämlich gestern geteilt und das verlinke ich euch hier. Servieren könnt ihr das dann auch mit einer Kugel Vanilleeis und als Dessert passt das perfekt zum Raclette. Die Fännchen, die ich gerne zubereite, sind wirklich ganz unspektakulär. Und zwar nehme ich einfach gekochte Kartoffeln und Brokkoli, gebe etwas Jalapenos drüber und dann noch Raclette-Käse oder Reibekäse. Statt eine überbackene Pfanne könnt ihr zum Beispiel auch einzelne Zutaten in die Pfanne geben und die in den Fännchen erhitzen. Dafür nehme ich zum Beispiel Tomaten, Champignons und Kartoffeln und Mozzarella-Kügelchen. Und dann geht's auch schon los. Ich kann euch gerne unten in der Infobox mein Raclette verlinken. Ich bin sehr zufrieden damit und da sind 10 Raclette-Fännchen mit dabei. Das heißt, perfekt für 5 Personen oder mehr. Bevor wir uns als Familie ans Tisch gesetzt haben, wollte ich euch nochmal ein Ergebnis von dem Apple Crumble zeigen. Daher habe ich das jetzt schon gemacht. Generell mache ich das aber so, dass wir das wirklich zum Schluss machen.
Ich hoffe, euch hat meine kleine Inspiration bezüglich Raclette gefallen und ja, bis zum nächsten Video. What?